dass die Boys hier jetzt so rumpeitschen, war nicht zu erahnen. Hohe Geschwindigkeit, wenig Watt. Du bist ein geiler Typ. Hat er recht. Weißt du nicht, wo wir hier sind, aber es geht berghoch. So, ich bin's wieder. Sieht komisch aus, ist aber so. Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Paddy mit I in Gefahr. Ich habe das ja schon mal erklärt, ich bin beim KT-Team, beim Continental-Team, PNS Metalltechnik als Pressesprecher am Start. Man macht dort ja auch die Medienarbeit, sprich die ganzen Videodokus und so weiter. Und wir haben aktuell Teamtreffen und heute gibt es hier eine große Gruppenausfahrt. Wir haben jetzt 2,5 Stunden auf der Uhr, noch lebig, wir haben jetzt 80 Kilometer rum, immer noch ein 32er Schnitt auf der Uhr und ich hoffe, dass heute noch einige schöne Sachen passieren, von denen ihr sagt, cool, das wollten wir doch schon immer mal sehen. Drücken wir mal die Daumen, dass die Jungs mich nicht abhängen und dass ich irgendwann nachher noch mal das Ziel erreiche und da gibt es dann hoffentlich ein kaltes Bier. Jetzt haben wir natürlich das Wichtigste vergessen. Du musst auch noch einen nominieren, den wir jetzt hier vor die Linse zerren. Den hat man noch nicht. Eigentlich nur Robsi bislang. Dann nehmen wir John Mandrisch. Warum? Frag ihn einfach mal, warum seine Jeans gestern dreckig waren. Gut, das nehmen wir so mit. Kannst du den nachmachen auf dem Rad? John, der fährt ungefähr so. John Mandrisch. Moin. Witzigerweise, Tim hat dich ein bisschen nachgemacht und imitiert. Ach, der kann das? Ich glaube, das sah gar nicht so schlecht aus. Okay. Das können wir dann gleich mal übereinander legen. Ja. Er hat gesagt, wir sollen dich mal fragen, warum eigentlich deine Hose gestern dreckig war. Ja. Wenn wir das hier nicht sagen können, musst du das natürlich sagen. Nee, völlig in Ordnung. Also, um so eine Background-Information erstmal zu haben, zwischen Tim und mir gibt es immer mal so eine kleine Spannung, die völlig natürlich ist und auch lustig. Und weil wir uns nicht verletzen wollten, haben wir gestern dann gesagt, komm, wir ringen mal. So ein bisschen auch Spaß. So, und ich wollte ihn einfach nur mal beweisen, dass man auch, wenn man unter seiner Gewichtsklasse ist, weil der ist ja jenseits der 80, dass man mit 70 Kilo ohne Probleme den einfach mal hops nehmen kann. Okay, aber was denn jetzt hier? Pullern. Ja. Musst du pullern oder können wir weitermachen? Wir können weitermachen. Wollen wir weiter rollen oder? Nö, wir halten an, dann haben wir. Wer jetzt schiffen muss, vielleicht nicht direkt hier hinter uns. So ein bisschen. Ja, oder? Ja. Ja, also du hast quasi, und dabei ist deine Hose dreckig geworden, oder was? Ja, na, das war dann immer erstmal ausgeglichen so, da lag mal der eine und dann der andere mal unten. Kennt man ja, ganz ja, normale, ganz dann normale lag, Situation. Dann lag er mal so 10 Sekunden am Boden und weil er ja der Heavyweight Champion ist, hat er es dann geschafft, obwohl er auf dem Boden lag, mich hochzuheben. Und dabei ist dann auch mal der, wenn man auf einer Wiese ist, mal die Hose dreckig geworden. Ach so. Ja. Na gut, das ist ja. Aber wenn man dann hinterher so einen Farbvergleich gemacht hätte, dann hat er halt einer Tomate geähnelt und ich war halt völlig entspannt. Ach so, er hat auch so gepustet wie so ein Marienkäfer oder so ein Happy Hippo, wenn es das erste Mal in der Sonne steht oder so. Okay. Also das, mehr das, zum Nasenatmen. Ja, der Puls war halt zweistellig. Ja, ist ja logisch. Ja, wie immer, wenn ich mit denen trainiere halt. Du bist ja auch vom Typ her eher so der, nicht so der Rote, sondern von dir stammt ja der berühmte Spruch, bist du braun, kriegst du? Braun. Aber ich habe Frau und Hund und bin auch glücklich. Ja. Das war alles einmal. Okay. Aber wir wollten dich ja auch mal vor die Linse zerren, weil du eigentlich ein ganz interessanter Rennfahrer bist. Okay. Ach so. Letztes Jahr haben dich bestimmt einige auf dem Radar bekommen. Was war so los bei dir im letzten Jahr? Im letzten Jahr, ich habe einen Weg für mich gefunden, um ein Rennen zu gewinnen. Immer abbiegen, oder? Nee. Nicht gleich ab Kilometer 1 alles rauslassen und erstmal mal cool bleiben. Ja. Und mal nicht die Emotionen immer komplett überkochen lassen, sondern sich auch mal versuchen, unter Kontrolle zu halten. Da hatte ich erstmal einen ganzen Winter an mir selbst zu arbeiten und hatte halt einen guten Mentor, der mir das versucht hat, klarzumachen, dass das möglich ist und dass sowas gehen kann. Mhm. Und ich habe das mal versucht anzunehmen und habe festgestellt, dass man damit auf einmal noch einen Schritt weiter nach vorne kommen könnte. Und habe das dann versucht, in der Saison umzusetzen. Und siehe da, mit einem wirklich ambitionierten Team und die auch alle zu mir gehalten haben, hat es dann ein, zwei Mal wirklich geklappt, auch mal ein Rennen ganz oben zu beenden auf dem Treppchen. Mhm. Da waren jetzt so Rennen bei wie Erzgebirgs-Ulfmann, ne? Und genau. Von diesem geilen UCI-Rennen, kennst du den Namen noch?
Der Erzgebirgsrundfahrt? Nee, von dem UCI-Rennen. Achso, oh nee, auf jeden Fall was in Polen. Auf jeden Fall was in Polen. Ich google das mal raus. Ja, sucht das mal raus. Könnt ihr euch selber vorlesen. Wenn ihr gut seid drin, schickt uns mal eine Sprachnachricht. Vielleicht können wir das noch drüber legen. Ja. Du hast ja auch fast aus Versehen die Bundesliga gewonnen. Fast aus Versehen, aber es gab einen, der war stärker. Ja, Grüße der war, ja, Jonas Rutsch. Grüße. Der war körperlich einfach überlegen. Und wir haben das ganze Jahr mal versucht, teamtechnisch einfach rauszureißen. Mhm. Da können wir ruhig ehrlich sein. Und auf dem Papier war es dann so, dass es ausgeglichen aussah. Aber wenn wir jetzt 1-1 am Berg hochfahren, dann war er halt einfach stärker. Und gerade im Sauerland hat er es halt nochmal bewiesen. Mhm. Das war ein ungeschöntes Rennen. Da konnte man nicht abdunken, sondern da musste man einfach treten. Ja. Und er hat es halt einfach ab Kilometer 1 gemacht. Und da war ich ziemlich überrascht. Er hatte nichts zu verlieren. Ich hatte was zu verlieren. Ja. Und genauso ist es dann halt gekommen. Ich habe was verloren, er hat was gewonnen. Und ich gönne es ihn aber auch. Und da, wo er jetzt ist, gehört er auch auf jeden Fall hin. Richtig, ja. Und das mit der Regenjacke auf der Windkante, das hat er jetzt auch schon gelernt. Ja, ist auch besser. Das muss jeder mal gelernt haben. Also. Nochmal ein bisschen jetzt hier zu pöbeln, ja, gehört ja auch dazu. Das gehört wirklich dazu. Das nächste Mal einfach das Ding anlassen oder es gar nicht anziehen und dann wird das auch was. Bin ich mir sicher. Ganz genau. Ja, und ansonsten bei dir jetzt, die Saison war ja leider noch nicht wirklich da. Was denkst du denn, was da noch gehen könnte? Oder hast du da irgendwie Ziele? Kann man sich überhaupt Ziele setzen, diese? Ja, Ziele kann man sich nur setzen, wenn er irgendwo ein Rennen wäre. Ne? Also im Endeffekt sagt jeder, er macht ein Rennen und dann gibt es immer wieder irgendwelche Termine und ich glaube, wir Sportler haben alle so gerade immer so eine Achterbahn der Gefühle, weil es wird immer kurz Hoffnung erweckt und dann wird die wieder fallen gelassen. Deshalb sage ich schon die ganze Zeit, solange ich nicht irgendwo stehe, wo so ein Strich auf dem Boden ist und irgendjemand sagt, jetzt geht's los und start nochmal auf dem Rücken, glaube ich erstmal gar nichts. Wenn ich das erste Mal wieder irgendwo stehe, dann glaube ich es, dann mache ich das Beste draus und dann glaube ich auch, dass es losgeht. Aber vorher müssen wir erstmal abwarten, cool bleiben. Ja. Das kann ich nicht machen. Apropos losgehen hier, die anderen, die pullern nicht so lange, die haben wirklich gewartet jetzt. Geht also gleich wieder los. Letzte Frage, wie sehr schämst du dich, dass du hier mit mir rumfährst und ich habe einen Rucksack auf? Nee, ich find's cool. Sei ehrlich? Nee, ich find's cool. Gut, dann fahren wir weiter. Das ist in meinem Leben, dass ich mich über die Kompaktkurbel freue. Ja. Lars, wenn du mich jetzt hörst, du Arschloch. Ich hätte hier hinten gerade 360 Watt. Und dein Pferdeschwanz vorne weht im Wind. Oh, so, die Uhr sagt 4 Stunden gleich. 120 Kilometer. Dumme Menschen machen das, was ich heute gemacht habe und fahren mit weniger Form mit denen, die viel Form haben. Einer von denen mit der vielen Form ist neben mir, der Teamchef Ole Lars. Vielen Dank erstmal fürs Laktat. Ich hoffe, ich habe so ein Video gemacht, da hört man mit Schnaufen. Für dich geht es auch einigermaßen gut vorwärts, wa? Absolut. Nee, Spaß beiseite. Ich weiß ja nicht, wie ich aussehe, aber gut. Ich fühle mich wie eine Wurst. Das ist hier nicht mein Wetter, dieses 30 Grad, jetzt fängt es gleich an zu regnen. Eigentlich müssten wir jetzt noch eine Stunde fahren, aber die Jungs sind, glaube ich, froh, wenn sie dann erstmal ein kühles Getränk zu sich nehmen können. Ja, soweit okay, aber du machst das richtig gut, Paddy. Gut ab, also. Ich weiß nicht, ob ich Bock dazu hätte. Ich sehe auf jeden Fall aus wie eine Wurst, aber das ist ein anderes Thema. Wir haben heute die Jungs mal so ein bisschen kennengelernt, hier auch auf dem Rad. Wie beurteilst du denn jetzt so den Zustand deiner Rennpferde nach der langen ohne Rennphase? Ja, erstmal haben sie richtig Bock auf Radsport, Rad zu fahren. Das ist, glaube ich, in der jetzigen Zeit das Allerwichtigste, dass man einfach Bock hat und nicht sagt, oh Scheiße, schon wieder raus. Also, das ist hier nicht so. Und jetzt waren wir hier mal 3 Tage in unserer Teamzentrale. Haben wir ein paar Tage wieder miteinander verbracht, trainiert, Grill angeschmissen und ja, also mir hat es Spaß gemacht, hat gefetzt. Oh, wunderbar, das neue Kamerakind Lars hält mir den Rücken frei, dann kann ich auch mal aus dem Sattel gehen. Das kann ich nämlich.
Und jetzt gucken wir uns noch mal ein bisschen die Karre an. Es gibt wieder Bike-Porn. Diesmal mit dem Teamrad von Benotti. Thank you.